Ich weiß, das klingt verschwörerisch, aber ich glaube, dass einige Leute wie diese wirklich von der CIA finanziert werden. Ich denke, dass sie Unterstützung bekommen, um, sie wissen schon, Linke zu entmutigen. Es gibt also viele Gründe, wütend zu sein, aber ich glaube nicht, dass es der linken Politik dient, wenn man sich in den Kulturkampf einmischt oder wenn man sich tief darin verstrickt. Es tut wirklich weh, wenn sie dir sagen, dass du voller Vorurteile bist, dass du eine Transphobie hast und so weiter. Selbst nach all dieser Zeit bin ich immer noch hier und bemühe mich, den universellen Kampf für Freiheit zu erfassen. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Westend Verlags. Liebe Catherine, wir sind sehr froh, dich in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Und genauso froh sind wir, dein Buch Die Tugendpächter bei uns im Westend Verlag begrüßen zu dürfen. Die deutsche Übersetzung deines vielbeachteten Buchs Virtue Hoarders. Also wir sind gespannt, was uns heute Abend erwartet. Und steigen gleich ein mit einer Begriffsfrage. Denn in deinem Buch Die Tugendpächter analysierst du eine politische Klasse und ihre politischen Neigungen und kulturellen Implikationen. Und du nennst sie die Professional Managerial Class, mhm, abgekürzt PMC. Mhm. Und während die Analyse deines Buchs, darauf kommen wir auch zu sprechen, auf die deutsche und auch die europäischen Gesellschaften, mhm, zu übertragen ist, ist der Begriff selbst im deutschen Diskurs noch nicht so bekannt. Mhm. Mhm. Das wird dein Buch jetzt natürlich ändern. Mhm. Mhm. Aber kannst du als Einstieg uns kurz erzählen, wer die PMC ist, mhm, und woher der Begriff kommt? Was macht diese Klasse aus? Okay, so I think when we understand the professional. Ich denke, wenn wir die PMC verstehen wollen, sollten wir sie als eine Eliteschicht der Arbeiterklasse auffassen. Sie besitzen zwar nicht die Produktionsmittel, aber sie führen den Willen der Kapitalisten aus. Sie haben Diplome und in der Regel spezielle Qualifikationen. Sie haben also nicht nur ein Diplom, sondern auch einen Master, einen Doktortitel, um Medizin zu praktizieren. Eine weitere Besonderheit dieser Klasse ist, dass sie andere Menschen verwalten. Das ist sehr wichtig. Es gibt Fachleute wie Krankenschwestern und Pfleger, die direkt mit den Patienten arbeiten, die aber keine Menschen führen, sondern geführt werden. Diese neue Klasse ist in den Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert immer stärker und zahlreicher geworden. Im 19. Jahrhundert machte sie nur 3% der arbeitenden Bevölkerung. Als der Kapitalismus immer komplexer geworden ist und die Entindustrialisierung stattgefunden hat und das Management der Globalisierung und des Finanzkapitals immer mehr Fachkräfte benötigte, hat diese Klasse an Macht gewonnen. Ich spreche also über die negativen Aspekte dieser Klasse, aber es gibt auch positive Aspekte des Wachstums dieser Berufe. Zum Beispiel hat die American Medical Association die Ausübung von Medizin in den Vereinigten Staaten standardisiert. Im 19. Jahrhundert konnte jeder als Arzt praktizieren, der sich im Wilden Westen herumtrieb. Sie sagten damals, ich heile dich mit Schlangenöl oder du hast einen schlechten Zahn. Ich ziehe ihn und die Standardisierung und die professionelle Regulierung des medizinischen Wissens war eine sehr positive Sache. Wir haben über die Opiatabhängigkeit gesprochen. Die American Medical Association, die die Behandlung von Patienten durch Ärzte regelt und Schaden verhindern soll, wurde von Purdue Pharma, ihrer Macht und dem Geld der Familie Sackler, völlig gebrochen. Und die Opiatabhängigkeit wurde durch die übermäßige Verschreibung von Opioiden durch Ärzte verursacht. Sie sehen also, wie sich diese Klasse von einer idealistischen, liberalen, antikapitalistischen oder zumindest gegen den freien Markt gerichteten Klasse zu einer Klasse entwickelt hat, die den Bedürfnissen und Wünschen der größten und bösartigsten amerikanischen Unternehmen der Welt, wie Purdue Pharma, dient. In meinem eigenen Beruf als Professorin gab es kein professionelles Führungsgremium für die Professoren. Die alten amerikanischen Universitäten waren wie sehr korrupte, verschlafene religiöse Seminarschulen. Und ein Geldgeber wie Leland Stanford Jr., der Gründer der Stanford University, konnte einen unbeliebten linksgerichteten Professor einfach entlassen. Als das Edward Arros Ende des 19. Jahrhunderts passierte,
setzten sich eine Reihe amerikanischer Intellektueller und Akademiker zusammen und sagten, wir müssen die Standards für die Festanstellung regeln. Das ist es, was eine Forschungsuniversität ausmacht. Man kann nicht zulassen, dass ein Geldgeber oder ein Manager einen Professor ohne Grund entlässt, nur weil sie ihm Milliarden von Dollar gegeben haben und ihnen der Professor nicht gefällt. Es gibt also eine Menge positiver Aspekte der Professionalität, die in dieser neuen Klasse aufeinander trifft. Diese Klasse ist jedoch durch die Entwicklung des Finanzkapitals völlig korrumpiert worden. Das ist meine These und ich werde bis zum Tag meines Todes zu ihr stehen. Lass mich daran anknüpfen, denn den Begriff selbst, das schreibst du auch in dem Buch, der wurde in den 1970ern. Yes, ein Artikel. Ein Artikel, John und Barbara Ehrenreich oder Ehrenreich. Ehrenreich. Ja. So, yes, so the idea of this class comes. Die Idee der PMC als neue Klasse stammt aus einem Artikel von John und Barbara Ehrenreich aus dem Jahr 1977. Sie waren damals verheiratet, Links und Aktivisten. Im Jahr 77 stellten sie fest, dass die liberalen, linken Parteien in den Vereinigten Staaten vollständig von Leuten mit Hochschulbildung dominiert wurden. Sie nannten das tatsächlich ein Monopol. Diese Leute mit Hochschulbildung monopolisierten die linksliberalen Räume. Die Ehrenreichs sagten, dies sei das Merkmal der neuen Linken. Die alte Linke von 1968 hatte ihre Macht aus den Gewerkschaften, von den Stadtpolitikern bezogen, die oft keine Hochschulbildung hatten, aber oft die Rechte ihrer Gemeinden verteidigten. 1977 waren also alle Gewerkschaften sehr, sehr schwach. Und diese alten demokratischen Stadtpolitiker, die sich in den Rängen hochgearbeitet hatten, waren fast vollständig verschwunden. Das Gleiche kann man auch in der britischen Labour Party beobachten. In den 40ern, 50ern, 60ern gab es britische Labour-Abgeordnete, die Bergarbeiter waren, die in Fabriken gearbeitet hatten. Das gibt es fast nicht mehr. Jemand hat mir erzählt, dass der Prozentsatz der Hochschulabsolventen in der deutschen Regierung 98% beträgt. Und ich denke, in den Vereinigten Staaten sind es zurzeit wahrscheinlich 100%. Und nicht einfach nur 100%, sondern ihre Bildung stammt in der Regel von Elite-Universitäten. Joe Biden ist der erste Präsident seit vielen Jahren, der nicht in Harvard oder Yale studiert hat. Many, many years who has not gone to Harvard or Yale. Lass mich daran nochmal anknüpfen, denn der Begriff ist aus den 70ern, aber du hast ja am Anfang schon ausgeführt, dass die Klasse selbst gibt es schon viel länger. Du schreibst über die Progressive Era, die vom 19. bis 20. Jahrhundert, die damals noch die Arbeit unterstützt haben. Yeah. Und diesen Bruch setzt du an in den 60ern. Du hast eben schon 1968 genannt. Was ist in den 60ern passiert, dass die PMC ihre Solidarität mit der Arbeiterschaft, die es gab, historisch verloren hat? Oder was ist in den 60ern passiert, das zu den gegenwärtigen Verhältnissen geführt hat? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, es gab eine Menge Arbeiterunruhen. Und am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Menschen wirklich besorgt über den Zusammenbruch des Kapitalismus. Die Arbeiteraktivität, die Streiks, die oft gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und der Polizei hatten alle aufgerüttelt. Und die Menschen hatten das Gefühl, dass sie den Kapitalismus reformieren und verbessern müssten. In den 60ern geschahen zwei Dinge. Erstens hatten die Arbeiter einen Pakt mit den Gewerkschaften, der in der Nachkriegszeit Wohlstand brachte. Aber auch der Vietnamkrieg spaltete die Linke in den USA. Und die Leute mit Hochschulbildung waren der Meinung, dass die Menschen aus der Arbeiterklasse den Krieg befürworteten, was eigentlich nicht stimmt. Denn wenn man Umfragen in der Arbeiterklasse machte, waren die meisten Menschen gegen den Krieg, weil ihre Söhne in den Krieg geschickt wurden. Wenn man aufs College ging, wurde man nicht in den Krieg geschickt. Es gab diese Vorstellung, dass wir einen linken Kosmopolitismus hatten, ein linkes Bündnis mit Ländern der Dritten Welt. Die Arbeiterklasse hingegen galt nur als hoffnungslos rassistisch und provinziell, zufrieden mit dem, was sie hatte, und dass sie zurückgelassen werden würde. Eine weitere Sache ist, dass sich die linken Eliten von der Bürgerrechtsbewegung und der Frauenbewegung abspalteten und sie auf einzelne nicht zusammenhängende Problemfelder runterbrach. Wenn Martin Luther King überlebt hätte, wäre er ein Sozialist gewesen und hätte über die afroamerikanische Arbeiterklasse gesprochen, aber so wurden die Rassen- und Frauenfragen von den Klassenfragen getrennt.
Und diese PMC-Elite wollte, dass Rasse, Klasse und Geschlecht gleichwertige Formen der Identität sind. Und mein Argument ist, und ich denke, jeder könnte dem zustimmen, aber viele wollen es nicht hören, dass die Klasse eine ganz andere Kategorie ist als Rasse oder Geschlecht. Ein Mensch aus der Arbeiterklasse hat mehr mit einem anderen Arbeiter gemeinsam als mit einem anderen Menschen einer anderen Klasse. Ich denke, sein Interesse und sein Verhältnis zum Kapital entsprechen eher dem der Arbeiterklasse, aber davon hören wir nie. Auch nicht von den asiatischen US-Amerikanern aus der Arbeiterklasse, obwohl sie die Mehrheit unter den asiatischen Einwanderern in den USA stellen. Ihre Interessen sind mit denen der gesamten Arbeiterklasse in den USA verbunden. Auf den Widerspruch zwischen Identitätspolitik und der Klassenfrage will ich, da wollen wir noch besonders darauf zu sprechen kommen. Aber, und es gehört dazu, einen Schritt zurück, nämlich es mussten ja noch, das Buch hast du geschrieben 2021? Mhm. Genau, im Vorwort zur deutschen Ausgabe schreibst du während der Tumulte der Trump-Präsidentschaft. Mhm. Und du schreibst jetzt, dass du Bernie Sanders unterstützt hast, 2016, 2020. Was ist da passiert, dass du dieses Buch schreiben musstest? Gab es da einen gewissen Punkt, an dem die Entwicklung der PMC im Verhältnis zur Arbeiterschaft und eben auch mit der rechten Agenda einen Punkt erreicht hat, wo du sagtest, jetzt muss ich es schreiben? Was war das für eine Entwicklung? Und warum musste die Tugendpächter geschrieben werden? Die Kandidatur von Bernie Sanders im Jahr 2016 hat meiner Meinung nach diejenigen von uns, die heimliche Marxisten sind, dazu ermutigt, sich zu offenbaren und zu sagen, dass wir schon immer Marxisten waren. Wir sind Sozialisten, weil wir zum ersten Mal in meinem Leben einen sozialistischen Kandidaten hatten, der in der Öffentlichkeit eine tragfähige Figur war. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Es war nicht leicht, das offen zu sagen. Das wollte man nicht sagen. Man wollte sagen, ich bin ein Foucaultianer, ich bin ein Lacanianer. In der akademischen Welt war das alles in Ordnung. Aber wenn man zugibt, Marxist zu sein, würden die Leute sagen, warum wohnst du dann in einem schönen Haus, weißt du? Und du müsstest sagen, oh ja, Marxisten sollten nur Papiertüten tragen. Amerikaner haben eine Menge Vorurteile. Es gibt eine Menge Anti-Frauen-Geschrei. Als die Sanders-Kampagne aufkam im Wahlkampf gegen Hillary Clinton, die angeblich zu der Zeit die klügste, die am besten qualifizierte Präsidentschaftskandidatin war, wurde für mich so deutlich, dass sie eine Frau der PMC ist. Und sie hatte keine politische Einstellung. Sie war keine politische Person der Linken, obwohl sie die Demokratische Partei wirklich versucht hat, uns zu überzeugen und zu disziplinieren, damit wir sie alle unterstützen. Aber manchmal macht ein politisches Ereignis wie dieses die Dinge sehr deutlich. Die Widersprüche waren sehr, sehr deutlich. Und die Mehrheit der Amerikaner hat sie wohl oder übel abgelehnt und Trump gewählt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Bernie Sanders Trump hätte schlagen können, aber es war die Demokratische Partei, die ihm keine Kandidatur ermöglichte. Jetzt könnten viele Leute sagen, oh nein, er konnte einfach nicht die Leute der Demokratischen Partei überzeugen aus den Staaten mit schwachem demokratischem Apparat. Er hat in jedem Staat, in dem es einen starken demokratischen Apparat gab, verloren. Dann im Jahr 2020 hat er die Vorwahlen der Demokraten in Kalifornien mit 60% gewonnen. Und trotzdem habe ich an die Türen meiner Kollegen geklopft, weil wir in einem Universitätsviertel wohnen. Und im Jahr 2020 dachte ich, Bernie Sanders wird hier eine wirklich gute Chance haben. Ich klopfte an die Türen meiner Kollegen und sagte, ich bin hier wegen der Sanders-Kampagne. Und sie sagten buchstäblich, ich glaube, ich schaue mir Elisabeth Warren an. Ich bin noch dabei, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, aber vielen Dank. Und ich dachte, diese Einstellung, ich studiere, ich will, dass die intelligenteste Person gewinnt. Und keinen Bezug zu dem zu haben, was das Land und was die Leute wollten, das war wirklich weitere Besonderheit dieser Klasse. Elisabeth Warren hat nicht in einen einzigen Staat gewonnen. Sie hat nicht einmal ihren Staat Massachusetts gewonnen. Aber die Leute in meiner Klasse konnten denken, oh, wir sind einfach die klügsten Leute und wir wollen, dass jemand, der wirklich klug ist, die Führung übernimmt. Und ich begann zu verstehen, dass die Werte unserer Klasse, der PMC, wirklich damit zu tun haben, dass wir unser eigenes Fachwissen fetischisieren und hoffen, dass die Leute uns folgen werden. Und wenn die Leute uns nicht folgen, beschweren wir uns über sie und nicht über
über uns selbst. Wir sagen zum Beispiel, oh, sie sind einfach rassistisch, sie sind rückständig, sie sind nicht intelligent genug. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. Es machte mich wütend auf meine Nachbarn. Aber ich war auch kein besonders guter Wahlkämpfer, weil ich so wütend wurde, dass ich kaum sprechen konnte. Ich habe nur gesagt, okay, vielen Dank. Und dann bin ich gegangen. Bleiben wir noch mal kurz beim Amerika der Gegenwart, bei den USA der Gegenwart. Du hast eben gesagt, my class, our class. Und das unterscheidet dein Buch von vielen anderen Abrechnungen mit, ich sag mal, den Linksliberalen, dass du sagst, ich bin ein ambivalentes Mitglied der PMC. Mhm. Also du zählst dich selbst dazu und kritisierst, das ist eine linke Selbstkritik der Linken oder des Linksliberalismus. Jetzt haben wir mit Kamala Harris eine Vizepräsidentin, wir haben darüber gesprochen, die unsichtbar ist, und Präsident Biden, der an der Macht ist, der gestern angeblich God Save the Queen am Ende eine Rede gesagt hat, wie Trump wird eventuell wieder antreten. Mit Ron DeSantis ist auch ein rechter Demagoge in Florida auf dem Aufstieg. Wie beurteilst du gegenwärtig die Situation in den USA? Und gibt es eigentlich noch linke Kräfte? Auch Bernie Sanders hat auch schon ein gewisses Alter. Oder ist die Demokratische Partei so sehr aufgerichtet auf diese PMC, dass linke Kräfte, linke Stimmen auch in Zukunft keine Chance haben werden? In Ordnung, ich werde Ihre erste Frage beantworten. Ich denke, Selbstkritik ist das wichtigste Merkmal eines echten Linken. Und es ist wirklich so, dass wir uns immer mit unserer eigenen Klassenposition auseinandersetzen müssen, aber nicht auf eine moralierende Art und Weise. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich muss mich zu so etwas wie der Kirche bekennen. Nein, es geht darum, dass man versuchen muss zu verstehen, wie die eigenen ideologischen Investitionen von der eigenen Klassenlage geprägt sind. Und ich denke, dass das wirklich wichtig ist. Die andere Sache ist, dass die Reaktionen auf das Buch nicht so sehr von Akademikern kommen, sondern von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die mir schreiben. Und es gibt eine Menge Leute, die wie ich zur ersten Generation der professionellen Managerklasse gehören. Und wir sind die Leute, die am meisten von dieser Klasse desillusioniert sind, weil wir an den Liberalismus geglaubt haben. Wir haben an die amerikanische Ideologie von Transparenz und Demokratie geglaubt. Und dann kommt man in diese Klasse und stellt fest, dass sie die Demokratie nicht schützt. Es geht nicht darum, den Willen des Volkes zu schützen. Es geht darum, nach oben zu schauen, anstatt nach unten. Und ich denke, das ist ein wichtiges Merkmal, ein unerwartetes Symptom der massiven sozialen Mobilität bei der Ausbreitung dieser Klasse, denn es gibt viele Arbeiter, Landarbeiter, Einwanderer, deren Kinder in diese Klasse aufgestiegen sind und die jetzt sehr desillusioniert von dieser sind. Ich musste die Welt meiner Eltern verlassen, um in der Arbeitswelt zu sein. Das gibt mir eine klarere Vorstellung davon, welche Art von Werten meine neue Welt hat, im Gegensatz zu den Werten, die ich zurücklassen musste. Aber nehmen wir an, Sie wären wie mein Sohn in eine Familie hineingeboren worden und hätten sich für den Beruf eines PMC entschieden. Obwohl, wenn er mich als Mutter hat, ist das ein wenig anders, wenn Sie komplett in diese Welt geschlossen wären. Würden Sie in Ihrer Blase leben und Sie würden denken, so ist die Welt. Das ist die Welt, wie sie sein sollte. Es gibt ein paar Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber für mich ist es okay. Es ist, als hätte ich von einer Welt in eine andere wechseln müssen. Und ich kann sehen, wie diese neue Welt die Lebenswelt der Mehrheit der Menschen in der Welt beeinflusst. Besonders die, die nicht studiert haben, die nicht mit professionell ausgebildet wurden und der PMC angehören, die aber unglaublich wichtige Dinge darüber zu sagen haben, wie die Welt regiert werden sollte, die ein unglaubliches Interesse an der Zukunft haben. Das ist also eine Sache, aber dann haben sie mich nach der Demokratischen Partei gefragt. Richtig. Wissen Sie, ich habe keine Hoffnung für die Demokratische Partei. Entschuldigung. I have no hope for the Democratic Party. Sorry. Springen wir mal über den großen Teich und nehmen noch einen Blick auf Deutschland mit hinein. In deinem Vorwort beschreibst du Berlin als eine prototypische PMC-Stadt. Und viele Aspekte deiner Analyse kann man auf Deutschland übertragen. Es gibt den Begriff der Lifestyle-Linken von Sarah Wagenknecht. Der österreichische Philosoph Robert Faller spricht vom Pseudolinken. In der Soziologie wird schon von der neuen Mittelklasse gesprochen, die sich nur noch um kreative Lebensführung gruppieren. Und in Frankreich wird vom neuen Geist des Kapitalismus gesprochen. Und gleichzeitig schreibst du, dass die Hegemonie der US-amerikanischen PMC ihre Allgegenwärtigkeit verschleiert. Ist PMC und auch die Kultur darin ein Produkt Amerikas, das rübergeschwappt ist? Oder hat Deutschland, du beziehst dich auf Krakauers Die Angestellten von 1930, oder hat sich
in verschiedenen Nationen angesichts der kulturellen Unterschiede eine eigene PMC entwickelt und wie ist das zu verstehen? Okay, that's a good question. I do think the American PMC exports its values. Das ist eine gute Frage. Ich denke, der amerikanische PMC exportiert seine Werte durch die Hochschulbildung. Jeder will auf amerikanische oder angloamerikanische Universitäten gehen und auch bei NGOs, Nichtregierungsorganisationen, philanthropischen Institutionen dabei sein. Und auch die Art und Weise, wie Amerika derzeit seine Außenpolitik betreibt, ist völlig durchdrungen von den Werten einer Technokratie und einer Art Elite, die durch sehr wenige Institutionen ausgebildet werden muss, die dann die gleiche Sprache sprechen. Und sie sagen dir, was sie in der Welt tun, als ob es keine andere Wahl gäbe. Du hast nur den Unterschied zwischen demokratischen und republikanischen Parteien in Amerika. Es geht um amerikanische Werte oder totalitäre Werte. Es gibt keinen wirklichen Gegenspieler mehr zum Kapitalismus. Es ist also so, wir die Freiheit haben und sie den Totalitarismus. Ich denke, eine Sache, die ich in diesem Buch wirklich aufdecken wollte, ist, dass es jetzt eine Art liberale Autoritarismus gibt, die in den Satellitenstaaten der USA ein zensorisches Umfeld geschaffen hat. Es gibt einfach bestimmte Dinge, über die man nicht reden darf. Und das ist eine Art von Autoritarismus, der dem amerikanischen Hochliberalismus zuwiderläuft. Die andere Sache mit Berlin und jedem anderen Grenzland zur ehemaligen UdSSR ist, dass es vollständig vom Geist des Unternehmertums eingenommen wurde und von NGOs, eine Zivilbevölkerung, die geprägt ist von internationalen Beziehungen, den NGOs eben. Sie wollen die amerikanische Zivilgesellschaft imitieren. Wir werden diese Zeitschrift haben, die wie das Times Magazine sein wird. Wir werden ein Verlagshaus haben, das wie Rent im Haus ist, nur dass die Deutschen das gesamte amerikanische Verlagswesen übernehmen. Aber das ist eine andere Sache. Wir werden globale Unternehmen haben und wir wollen auch eine Start-up-Kultur haben. Wir werden Start-up-Kultur machen, könnte man sagen. Die Führungskräfte gehen nicht auf die Uni oder sie beenden die Uni nicht. Sie haben alle diese Art von Fachwissen im Programmieren. Und sie sind sehr flexibel. Sie haben einen horizontalen Führungsstil. Sie sind konsumorientiert. Als ich 2019, kurz vor der Pandemie, in Berlin lebte, war ich wirklich erstaunt, wie viel von dieser Start-up-Kultur die Hipster-Kultur für junge Leute ausmachte. Ich habe ein Start-up, ich arbeite in einem Raketeninkubator und ich mache, weißt du, bla bla bla, das wird so und so machen und das wird die Dinge so viel einfacher machen für bla bla bla. Und sie sind wirklich stolz auf diese Art von amerikanischem Unternehmertum und diese Dynamik. Und so viel davon ist gegen die Sozialsysteme des alten Ostens gerichtet, wissen Sie. In diesen sind die Menschen angeblich festgefahren. Keiner kann Fortschritte machen. Aber was man in der Umgebung in Berlin sehen kann, obwohl es eine starke kommunistische Partei gibt, die versucht, das zu kontrollieren, ist eine radikale Immobilienspekulation. Das ist es, was alles antreibt, denn keine dieser Start-up-Kulturen ist wirklich dem deutschen Industriesystem verpflichtet. Richtig. Die machen alle so etwas wie Apps. Also haben sie alle diese coolen Räume. Und Berlin musste nicht so sein, aber es ist jetzt so. Sie haben wirklich versucht, das Silicon Valley im Osten zu werden. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich bin seit der Pandemie nicht mehr dort gewesen, aber es hatte wirklich diese Energie. Es gibt koreanische und chinesische Restaurants, ich kann Boba oder Pho essen, ich kann so tun, als wäre ich in Kalifornien, und das ist so cool. Es gibt viel mehr öffentliche Trunkenheit und mehr Freizügigkeit, Berliner Leben, und es gibt ein besseres soziales Sicherheitsnetz, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Avantgarde der Berliner Jugend diesem unternehmerischen Traum nachjagte, der Teil eines amerikanischen hegemonialen Modells des Kapitalismus ist. Lass uns daran anknüpfen und nochmal darüber sprechen, wie die PMC agiert. Also sie differenziert sich ja von der Arbeiterklasse primär über kulturelle Unterschiede, über Aspekte der Lebensführung. Du gehst auf Kindererziehung ein, über Lektüre von Büchern, auseinander mit Harper Lee, und auch über Sexualität. Und du sprichst über Virtue Signaling. Wie operiert die PMC? Es nutzt die Kultur, um seine absolute wirtschaftliche Vorherrschaft über die Arbeiterklasse zu verschleiern.
Die immer größere Distanz zur Arbeiterklasse lässt sich an dem Einkommen und ihrer Fähigkeit ablesen, die Arbeiterklasse auszubeuten, um aus der Arbeit der Menschen, die ihre Arbeit verkaufen müssen, einen Mehrwert zu ziehen. Im Moment haben wir jedoch in den Vereinigten Staaten eine Situation, in der es eine wirtschaftliche Polarisierung gibt, die sich durch kulturelle Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden. Wenn man so will, im klassischen marxistischen Sinne zwei verschiedene Gruppen, von denen eine versucht, im Kapitalismus aufzusteigen, nächste Stufe zu erreichen, dabei aber in Kauf nimmt, dass die zweite, die große Mehrheit der Menschen zurückbleibt. Du selbst schreibst von Pseudoliberalen in der Einleitung. In Deutschland gibt es diesen Diskurs um den Linksliberalismus. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die sich selbst als diese Linksliberalen bezeichnen würden, aber das, was du erzählst, klingt nicht mehr sehr links. Also ist der Begriff nicht ein Widerspruch in sich? Hat die heutige PMC noch etwas, auf das sie sich als linke Tugenden beziehen könnten? Oder was muss passieren, um diese Fragen wieder gegenwärtig zu machen? Ich habe festgestellt, dass selbst die Kampagne von Bernie Sanders, die eher eine linke Kampagne war, die Führungsetage sofort mit jungen, aufstrebenden PMC-Typen füllte. Es ist also schwer zu sagen, wie man ein wahrlich basisdemokratisches, authentisch linkes Modell politischer Aktivität schaffen kann. Viele meiner Freunde, die Teil dieser Kampagne waren, sagen jetzt, dass es keine wirkliche Linke in Amerika gibt. Ich meine, der Slogan von Trump, Make America Great Again, der spielt mit einer nostalgischen Phantasma, und offensichtlich hat er viele Leute angesprochen, der Unzufriedenen, der Arbeiterklasse, obwohl die Republikaner ja alles andere als eine linke Partei sind. Braucht die Linke so eine Art linkes Make America Great Again, eine neue Erzählung? Oder was muss passieren, um diese kulturellen Fronten, lassen die sich versöhnen, ist zu stark, aber... Ich glaube nicht, dass wir Amerika wieder groß machen müssen, aber es kann einen Weg geben, wie wir die amerikanische Identität wiederherstellen können, die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Demokratie, für die Amerikaner wirklich an vorderster Front gekämpft haben. Die amerikanische Arbeiterklasse hat für diese Dinge gekämpft. So kann man die Geschichte der Arbeiterunruhen ein wenig aufarbeiten. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Einführung des Marshallplans im Jahr 1947, streikten 4,7 Millionen amerikanische Arbeiter, weil sie der Meinung waren, dass sie hart gearbeitet hatten, um den Krieg zu gewinnen. Und sie wollten einen größeren Teil des Mehrwerts. Und so müssen wir vielleicht diese Errungenschaften betrachten, die Errungenschaften eines gesicherten Einkommens, einer gesicherten Freizeit, und nicht das Gefühl haben, dass dies ein Teil eines völlig fremden sozialistischen Systems war. Nein, das waren Errungenschaften der Arbeiterunruhen, die gegen den Kapitalismus in den Vereinigten Staaten gewonnen wurden. Und vielleicht sollten wir diese große Erzählung von der Befreiung von der Ausbeutung, die amerikanisch gemacht werden kann, wieder einführen. Und nicht so eine seltsame Idee, die die Osteuropäer hatten. Oder wir können sagen, dass wir einige dieser Ideen verwenden, aber dass der Kampf für die Würde der Arbeiter ein amerikanischer Kampf sein kann. Ich denke, wir brauchen ein anderes großes Narrativ. Sie und ich sind Akademiker, aber in den 80er und 90er Jahren war es sehr schick zu sagen, wir wollen keine großen Narrative mehr. Die sind sehr totalitär, vielleicht nicht ein nationalistisches großes Narrativ, sondern ein Narrativ, in dem wir die Kämpfe der Vergangenheit als Hinweis auf die Kämpfe der Zukunft sehen. Werden solche Bestrebungen politisch verunmöglicht? Meine Kollegin Claudia hat mir noch eine Frage formuliert, nämlich, sie könnte sich vorstellen, eine große Firma, wo einfach White Collar und Blue Collar, also Angestellte und Arbeiter, über kulturelle Differenzen hinweg arbeiten für Ziele wie mehr Lohn, bessere Konditionen mit der Hilfe von Gewerkschaften. Aber wird das politisch verunmöglicht? Ich denke, ein großes Unternehmen hat viele komplexe Rollen und Werte. Und es ist ein Management denkbar, das sich mehr am Arbeiter orientiert.
Es gibt keinen Grund, warum ein Büroangestellter den Interessen der Bosse dient und nicht den Interessen der Arbeiter. Wir leben in einer komplexen Gesellschaft, in der es Spezialisierungen gibt, die es geben muss. Und ich denke, das ist es, was Krakau so gut für Berlin und für Deutschland definiert hat, dass ein Agrarland war, besonders um Berlin herum, das plötzlich industrialisiert und komplex wurde. Plötzlich gab es diese neuen Klassen von Angestellten, die weniger Geld verdienten als Arbeiter, aber mehr Prestige hatten, weil sie nicht mit ihrem Körper arbeiteten. Und es gibt Leute, die Krakau lesen und sagen, dass es bei seiner Analyse von Berlin wirklich darum ging, zu verstehen, wie dieses Kleinbürgertum so schnell Nazis werden konnten, weil sie mit der Autorität der Firma, mit den Bossen identifiziert haben. Aber ich denke, dass die Brüche der Modernisierung, der Industrialisierung nicht zu so etwas führen müssen. Es gibt eine linke Führungskultur, die noch sehr jung ist. Es wurde in Frankreich versucht und es gab keine Unternehmen mehr nach 1968, als die Arbeiter mit den Studenten rebellierten, die sagten, wir wissen am besten, wie wir uns selbst verwalten. Ich denke, in der deutschen Universität gibt es trotz aller Mängel immer noch einen Weg, die obere Verwaltung und das Präsidentenamt als Professor zu erreichen. In den Vereinigten Staaten werden wir immer mehr von professionellen Managern geführt. Sie waren noch nie in einem Klassenzimmer. Sie wissen nicht, was ich durchmache. Sie wissen nicht, was meine Studenten durchmachen, aber sie kommen jeden Tag mit verrückten Ideen für Dinge, die wir alle tun sollten. Und sie sind ständig dabei, Geld zu beschaffen. Sie verbringen wahrscheinlich mehr Zeit mit Milliardären als mit Professoren oder Studenten. Die Universität selbst könnte zu einem Modell der Selbstverwaltung schaffen, wenn wir die Macht dieser professionellen Manager, die viel Geld verdienen, mehr Geld als jeder andere, verringern könnten. Du schreibst an einer Stelle, und ich dachte, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, deswegen habe ich hier gerade meinen Zettel abgesucht, dass es eine Sache gibt, die wir nicht noch mehr brauchen, und das sei noch mehr Identitätspolitik. Das ist ja ein Streitthema der Gegenwart, sowohl in den USA als auch hier im Diskurs. Und meine Frage ist, im Diskurs heißt oftmals ist es so entweder oder. Entweder Identitätspolitik oder die soziale Frage. Entweder die Rechte von Minderheiten stärken oder die Arbeiterklasse, die Masse. Ist das so schwarz-weiß? Gibt es Möglichkeiten, diese Punkte, wenn nicht zu versöhnen, aber müssen die sich ausschließen? Ist das so harsch? Ich glaube nicht, dass es so schwarz und weiß sein muss. Aber ich glaube auch, dass es in den Organisationen der Arbeiterklasse und der Linken eine Vorstellung von Multikulturalismus und Vielfalt gibt. Sogar in den alten kommunistischen Ländern gab es ein multiethnisches Land, eine multiethnische Idee in der Kommunistischen Partei Chinas und in der Sowjetunion. Ich weiß, wir können jetzt nicht über Russland sprechen, aber in der Kommunistischen Partei Chinas gab es die Vorstellung, dass die große chinesische Nation viele verschiedene Arten von Menschen umfassen würde. Gibt es also nicht eine Linke? Gibt es nicht einen Weg, wie wir eine Art Arbeiterstaat in den Vordergrund stellen können, der eine organische Vielfalt in sich birgt und nicht eine bestimmte Vielfalt, die von irgendeinem amerikanischen, vielleicht nachrichtendienstfreundlichen Liberal Art College ausgeheckt und dann in alle Satellitenstaaten der USA exportiert wurde? Das sind keine Ideen, die aus einem natürlichen Kampf der Arbeiterklasse hervorgegangen sind. Und ich denke, dass es möglich ist, selbstverständliche Rechte zu haben wie Arbeitsrechte, Rassenvielfalt und Toleranz zu haben. Aber ich glaube wirklich, dass wir im Moment nicht zulassen können, dass die Managerklasse diese Sprache monopolisiert. Sie benutzen die Sprache. Es ist aber eine sehr schwache Sprache. Sie sagen, wir müssen tolerant sein. Ich denke, Toleranz ist eine schreckliche Art, Intersubjektivität zu beschreiben, denn Toleranz nimmt uns jede Art von Vertrauen oder Solidarität. Wenn ich dich toleriere, bedeutet das, dass ich dich kaum ertragen kann. Aber ich gebe dir eine Art formale Anerkennung, aber keine inhaltliche Anerkennung. Ich habe das Gefühl, dass wir ein stärkeres Gefühl der Solidarität, der Intersubjektivität und des Vertrauens brauchen, dass wir als Linke uns etwas selbst aufbauen können und bei dem es nicht darum geht, vorsichtig zu sein, was wir zueinander sagen. Wenn man den Menschen, mit denen man arbeitet, wirklich vertraut. Wenn man sich zum Beispiel ein Fabrikarbeitermilieu ansieht, sind die Leute sehr grob zueinander. Sie beschimpfen sich ständig gegenseitig. Aber ich beleidige dich nur, weil ich dir vertraue, weil ich weiß, dass ich mich auf dich verlasse und du dich auf mich verlässt.
Stimmt's? Nur in der Welt der Büroangestellten, wo wir alle Konkurrenten sind, haben wir diese Angst und dieses allgemeine Misstrauen. Und dann müssen wir vorsichtig sein, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten. Es geht also gar nicht darum, dass wir zusammenarbeiten, wenn wir gemeinsame Ziele haben. Es geht darum, dass ich mich als besonders respektvoll und tolerant auszeichne. Und dann haben wir eine allgemeine Schwächung aller sozialen Bindungen, weil es eine von oben verordnete ist. In Deutschland hatte der jetzige Kanzler Scholz die Kampagne Respekt und Toleranz oder Respekt? Respekt, es war Respekt und es gibt den Begriff des Klassismus, der quasi die Verlängerung der sozialen Frage in die Identitätspolitik betreibt. Es ist jetzt polemisch, aber ich habe mal gelesen, dass Respekt heißt sein, du bist arm, aber ich respektiere dich dafür. Ich diskriminiere dich nicht, weil du arm bist. Aber es geht nicht darum, den Armen weniger arm zu machen. Das ist jetzt sehr polemisch zusammengefasst, aber das ist vielleicht einer der Probleme, die wir haben. Ich respektiere wirklich deinen armen Lebensstil. Ich liebe den reichen Lebensstil, aber ich respektiere deinen armen Lebensstil. Ich toleriere ihn. Eine Frage, die ich gerne besprechen würde, noch die interessiert mich sehr, ist über das Verhältnis zwischen der Linken, Selbstkritik der Linken, für die du mit deinem Buch stehst, und der rechten Agenda, die, man könnte manchmal denken, den ähnlichen Feindbild kreieren. Ja? Es gibt diesen Begriff der Wokeness. In Deutschland mittlerweile der Parteichef der CSU, Markus Söder, das ist sein neues Lieblingswort. Oh, Ron, Wokeness, okay. In Amerika, Ron DeSantis fährt jetzt eine rechte Cancel Culture, wo Bücher in Schulen verboten werden, die Rassismus, aber auch Queerness thematisieren. Und man hat manchmal das Gefühl, dass der Gegner ist fast identisch. Aber wie kann sich, und das soll ja nicht sein, wie kann sich eine linke, selbst eine linke Kritik dieser Linken, dieser Pseudo-Linken der PMC, wie kann die sich unterscheiden, wie muss sie sich unterscheiden, worin unterscheidet sie sich von rechten Agenten wie Ron DeSantis, die aus diesem kulturellen Kampf ihren Nährboden ziehen? Und werden damit die eigentlichen Probleme außer verunklart, also die soziale Frage, weil man nur noch über Kulturkämpfe spricht? Wie ist der Zusammenhang? Ich glaube, das Wichtigste für die Linken ist, dass sie sich nicht vom Kulturkampf vereinnahmen lassen. Ich habe gesehen, wie Leute auf der Linken wie Ron DeSantis von der Anti-Wokeness vereinnahmt wurden. Es gibt nichts, was man sagen könnte, um diese Tendenz, diese ideologische Tendenz aufzulösen. Und ich denke, der wirkliche Kampf besteht jetzt darin, die wirtschaftlichen Probleme des Spätkapitalismus in den Vordergrund zu stellen und sie hoffentlich zu schwächen. Aber wissen Sie, wir haben gerade heute in der Financial Times gelesen, dass BlackRock und Morgan Chase sich darauf vorbereiten, einen 411 Milliarden Dollar Wiederaufbaufonds in der Ukraine zu gründen. Sie sind bereit, Geld zu verdienen. Selbst wenn sie damit 1% verdienen, haben sie Milliarden von Dollar mit dem Tod von Menschen verdient. Das Traurige an der amerikanischen Linken oder vielleicht auch an der deutschen Linken und Rechten ist, dass man sich nicht auf die wirtschaftliche Ausbeutung und das räuberische Verhalten von Konzernen wie BlackRock und anderen, die Milliarden von Aktien haben, konzentrieren kann, wenn man sich in Kulturkriegen verliert. Eines der Dinge, die ich mich jetzt grundsätzlich frage, ist, wenn du etwas tust, etwas sagst und etwas denkst, dann frage dich Folgendes: Hat das irgendeine Auswirkung auf die Klasse der Milliardäre? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann tu es nicht, lass dich nicht darauf ein. Eigentlich müssten wir alle gegen die Milliardäre sticheln, denn es ist viel frustrierender, wenn man keinen klaren Gegner hat. Es gibt niemanden, gegen den man kämpfen kann. Sie haben so viel PR und Ideologie gegen uns, aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie wir als rationale Linke alle Instrumente nutzen können, die wir haben. Sie sind viel schwächer, weil wir nicht die Medien besitzen und wir haben keine Stiftungen und wir haben keine Leute, die uns Zuschüsse geben, aber wir können immer wieder darauf beharren, was Ausbeutung ist, wie räuberisch der Finanzkapitalismus ist. Dann bekommst du einfach die DeSantis-Leute und die Woke-Leute. Es ist sehr deprimierend. Es kann einen wirklich verrückt machen. Aber ich denke, eine gute Dosis materieller Analyse hilft einem wirklich, von all dem wegzukommen. In der aktuellen deutschen Ausgabe des Jacobin
Da geht es um die internationale Rechte und da gibt es einen Artikel über Julian Reichelt, der bei der Bild-Zeitung war und er hat jetzt seinen YouTube-Kanal Achtung Reichelt angelehnt an Tucker Carlson. Und dieser Kanal wird finanziert von einem Milliardär, der, ich glaube, CDU oder CSU-Mitglied ist. Man kennt ihn nicht, ich habe den Namen vorher noch nie gehört und der ist anscheinend nicht bekannt. Und dieser Kanal in extremer Form nicht so krass wie Tucker Carlson, vielleicht soll es so werden, macht nur diesen Kulturkampf und Anti-Woke als die große Bedrohung. Wem nützt das also? Also was ist, wie muss die Linke reagieren? Auf ein anderes, das Feld wechseln? Wie kann man die politischen, die entscheidenden Fragen wieder ins Feld, muss man sie auch in den Kulturkampf reinholen oder was ist zu tun? Ich habe nicht die Lösungen, die ich gerne hätte. Enlighten us. Ich habe keine Lösungen, aber es ist so, dass es bei der ganzen Social-Media-Ökologie darum geht, die Leute wütend zu machen und dann die Blicke auf sich zu ziehen. Es gibt also viele Gründe, wütend zu sein, aber ich glaube nicht, dass es der linken Politik dient, wenn man sich in den Kulturkampf einmischt oder wenn man sich tief darin verstrickt. Das einzige Problem ist, und ich habe keine Lösung dafür, weil ich auf diese Art und Weise angegriffen wurde, dass die Linken immer wieder von den Woken angegriffen werden, weil sie rechts oder reaktionär sind. Und das ist etwas, was sehr traurig ist. Aber letzten Endes kommen diese Angriffe von Leuten, die ideologisch nicht sehr engagiert sind. Die Leute, die mich vor 2 Jahren angegriffen haben, haben mich schon vergessen. Also mache ich einfach weiter, was ich tue. Es tut wirklich weh, wenn sie dir sagen, dass du voller Vorurteile bist, dass du eine Transphobie hast und so weiter und dass du dich umbringen solltest. Selbst nach all dieser Zeit bin ich immer noch hier und bemühe mich, den universellen Kampf für Freiheit zu erfassen. Es geht um eine Freiheit, die ohne Ausbeutung existiert und den Mehrwert gerecht unter möglichst vielen Menschen verteilt, anstatt ihn nur einer kleinen Gruppe zukommen zu lassen. Und so kann es sein, dass man in den sozialen Medien manchmal das Gefühl hat. Ich weiß, das klingt verschwörerisch, aber ich glaube, dass einige Leute wie diese wirklich von der CIA finanziert werden. Entschuldigung, aber ich denke, dass sie Unterstützung bekommen, um, sie wissen schon, Linke zu entmutigen. Das ist ein starkes Schlusswort, das uns, glaube ich, ein bisschen wenig Hoffnung gibt, aber so sind die Zeiten. Vielen Dank, liebe Catherine New, für das Gespräch. Danke. Und bitte lesen Sie die Tugendpächter.